Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von The Amazing Cultivation Simulator. Wir haben ein bisschen was von der Map erkundet. Normalerweise sollte es so sein, dass jeden Augenblick unser guter kleiner Helfer hier abhauen werden wird. Ich hoffe, dass er vielleicht noch einen Tag oder zwei durchhält. Weil sonst war es das erstmal mit den Erkundungen. Aber es müsste fast soweit sein, dass er sagt Tschüss. So, wir haben soweit hier das bald aufgebaut. Den Stein. Ach so, haben wir schon markiert, dass er wegkommt. Sehr gut. Dann machen wir den hier auch noch weg. So, und dann machen wir hier gleich die Küche rein. Und auf der anderen Seite einen kleinen Speisesaal. Wir sind auch schon Bodenteils am Fertigen. Ist aber noch, wenn ich das richtig sehe, kein einziges fertig. Es geht auch zum Glück was schneller. Da dauert das bei Going Medieval doch wesentlich länger. Den Stein, den können wir auch wegmachen. Wir haben einen Ginkgo-Baum. Den harvesten wir mal. Den auch. Das schadet nichts. So, die haben Trainingszeit gerade beendet. Jetzt wird nochmal Futter gefasst und dann geht's auf. Dann brauchen wir nachher auch dieser Tiger da. Hier oben war auch noch Stein und da war kein gefährliches Tier. Das heißt, ich mache ein bisschen Mining. Aber da braucht Mining Tools. Mining Tools. Nicht die Wahl. Das da bin ich. So, Mining Tools. Pickaxe. Dann mach die dreimal und dreimal das Farming Tool hinterher. Akupunktur. Mach das auch noch zweimal. Das ist bestimmt für die Doktoren. Gehen mal eine Geschwindigkeitsstufe rauf. So, damit haben wir das schon mal alles hier weg. Machen wir wieder ein bisschen langsamer und gucken mal, dass wir. Das Dorf können wir immer noch nicht bauen. Okay, da fehlt uns also immer noch. Das mit dem Stein, was die hier produzieren müssen. Das macht er gerade. Das ist schon mal sehr gut. Da haben wir auch schon was Stein. Jetzt können wir ihn auch endlich bauen. Das heißt, wir machen hier den Stove hin. Oder machen wir den so? Oder zwei direkt nebeneinander. Ich glaube, ich mache zwei davon direkt nebeneinander. Was dort auch noch wichtig ist, weil dieses Ding anfangen kann zu brennen. Zwei davon hin. Da fehlt uns noch was an Timber. Das heißt, wir müssen hier. Erhöhen wir das nochmal auf 10. Und hacken noch mal
paar der Bäume weg. So, Mining. Machen wir mal hier das Ganze weg an der Ecke. Und dann können die das weiter bearbeiten. So, passt. Können die das schön aufbauen. Und ich kann hier anfangen zu produzieren. Ich würde sagen, wir machen noch mal dieses Fleisch. Wir können auch gucken, dass wir diese Amber Fruits kriegen. Die können wir trocknen. Die wachsen hier auch überall. Das sind die Dinger. So. Remove. So, dann machen wir das direkt mit da rein. Simple Meal. Dafür brauchen wir Wasser. Fleisch. Source Mill. Okay. Das können wir aber auch direkt noch gucken. Und zwar Area Field. Dass wir hier schon mal anfangen, ein Feld zu setzen. In diesem Feld machen wir Wheat. Dann haben wir da schon mal ein Feld, womit wir uns Brote machen können. So, lassen wir mal schnell die Nachtholz ziehen. Foundation-Zeit rum, okay. Nochmal Foundation. So, und dann sind sie schon fertig. Dann geht's hier weiter. Da bauen sie schön die Sachen schon mal an. Also auf jeden Fall schon richtig fleißig am Kochen. 50 Tage halten die und dann befällt das. Das ist schon mal gut zu wissen. Da haben wir den nächsten Tag schon rum. Hier ist schon mal wenigstens alles abgemeint. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die hier endlich die Steinblöcke dahin schleppen. Weil da passiert nämlich wirklich gar nichts. Amberfruit. 2 Tage. Okay. Dann machen wir das nochmal ein bisschen mehr. Bis da die Amberfruits getrocknet werden. Weil wenn die nur 2 Tage haltbar sind, dann ist das nix. Die Ginkgo-Früchte halten ewig. So, ich will mal ganz kurz was schauen. Wood of Cut ist fertig. Sehr gut, das ist für Bögen zu machen. Ah, gut, die fangen an weiter zu arbeiten. Fantastisch.
noch jede Menge Fleisch. Bullenfleisch, 9 Tage haltbar. Wolffleisch, Bärenfleisch haben wir eine riesige Masse da liegen. Wo ist denn das andere Fleisch? Ich sehe es nicht. Ach da, wo da drauf steht. Dried Meat. Okay, das ist eine ganze Weile haltbar. Also ich glaube, an Essen brauche ich mir vorher mal keine Sorgen machen. Eher mal schauen, dass hier die anderen Sachen fertig werden. Strange Gloomy Mood has begun. Permitting the sect. Okay. Wir haben Gloomy Mood. Warum schläft er da und nicht im Bett? Mood. Mal kurz angucken. Gloomy Mood. Okay. Gloomy Mood ist also nichts Gutes. Minus 15 hat auf dem Boden geschlafen. Also er wohl selber schuld. A new life, spring's coming, obsessed with work, favorable feng shui, temperature is comfortable, full stomach, a typical room. Zum Glück habe ich einiges, was hier plus macht. Ich da irgendwo, wie reif das ist. Grow Rate gewachsen 13%. Okay. Auf jeden Fall sehr viele Infos. Ups. Ah, so langsam. Sehr schön. Also noch die Mining Tools fertig. Und ich muss als nächstes gucken, dass ich noch mal irgendwie ein bisschen Storage hinkrieg. Das heißt, wir gehen wieder auf Structure. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze irgendwie hier hin. Etwa so. So, so und so. Und da fehlt, glaube ich, noch eins. Ja. So, für den Storage. Ich glaube, da ist keine Vorgabe, wo die Tür sein muss. Oder sagen wir mal anders. Ich hoffe, da ist keine Vorgabe, wo die Tür sein muss. Clear die ganze Gegend hier. Schau mal, da einen kleinen Fluss mit drin. Also so ein Tümpel. Na gut, ist halt so. Wir machen das jetzt. Dann gehen wir auf Area. Storage. Und zack. Haben wir noch einen neuen Lagerraum. Dann könnte ich auch hingehen und mach den hier weg. Können die alles hier reinräumen nachher. Vielleicht hält sich das da ein bisschen länger. Spiritwood haben wir bekommen durch den einen Baum. Das ist dieses besondere Holz, was ich in der letzten Folge meinte oder so. Oder vorletzten. So, da haben wir noch den Stumpf. Da haben wir auch noch einen Stumpf. Oh, wir haben hier noch... Oh,
meinen Körper umlegen. Marble Maze. Sehr gut. So. Hat der schon was ausgerüstet? Na, der hat den Bogen. Was ist mit dir? Du hast den Iron Bogen, ne? Mal kurz Pause. 17,2, 0,4 und 10 Meter. 19,5, 0,9 und 10 Meter. Dann würde ich den Eisenbogen auf jeden Fall wegmachen. Und der soll den... der noch nicht hier ist. Super. Sheng Hong Sheng ist das. Equip Sheng Hong Sheng. Und go. Dann sollte sich nämlich lieber diese Keule da holen. Da sind wieder alle schön am Schlafen. Wir müssen mal hier gucken, wie weit unser Leader ist. Cultivation, der hat im Grunde noch viel zu viel zu tun. Das heißt, ich gucke mir noch mal kurz die Arbeit an. Hunter, mache ich weg. Farmer, sollst du auch nicht mehr machen, erstmal. Dann Miner lässt du auch sein. Und den Logger lässt du auch sein. Du machst nur noch Peonarbeit. Skilled? Nee. So ist eigentlich ganz okay. Bilder lasse ich beide. Das passt. Dann kann sich unser Boss hier... Was ist jetzt? Wir haben einen Yaguai, der gerade sich verwandelt hat und er sucht unseren Schutz und hofft dadurch, die himmlische Tribulation, die Herausforderung bzw. die Prüfung zu bestehen mit unserer Hilfe. Hu Ping. Wir gucken uns den mal an. Das ist ein Tiger. Das heißt, der wird zu irgendeiner Tigerbestie, wenn wir da verkacken. Er ist gut im Kampf. Sehr gut sogar. Battle 77, 2 Sterne. Der ist auch sonst recht mächtig. Okay. Sehe ich hier irgendwo, wann der sein Ablaufdatum hat? ...77 Tage hat er Zeit. Dann wird er zur Gefahr. Ich würde sagen, ich nehme den mal. Ich meine, ein Kämpfer schadet ja nichts. Und wir probieren es einfach. Das heißt, wir akzeptieren den. So, hallo, du bist eingeladen. Und dann hilft er uns direkt schon mit. So, das heißt, Hu Ping ist jetzt neu mit dabei. Wir gucken nochmal bei Work rein. Was macht er? Alles, sehr gut. Peonarbeit, ja. Craftingarbeit kann er auch machen. Als Miner ist er nix. Farmer auch eher weniger. Bauern auch nicht so wirklich. Hunter kann er machen. Chef kann er knicken. Healer, ja, kann er machen. So. Und wir setzen ihn natürlich auf Hard Work.
Hard work muss er machen. So, dann gehen wir noch mal auf die Handcraft Station. Machen einfach noch mal von jedem etwas. So, dann kommen wir noch zum nächsten Teil, den wir fast schon ganz vergessen haben. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall noch das Esszimmer. So, würde ich sagen. Oder so. So und so. Und hier nochmal so. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann machen wir noch Wets rein. 4 Stück. Und dann brauchen wir Stühle. Leisure. Leisure brauchen wir auch noch, stimmt. Ja. Da müssen wir auch noch einen Raum machen. Wir haben noch Laternen hier. Die werden aus Timber gemacht. Da würde ich sagen, mache ich da eine hin. Da und da. Ich glaube, das gefällt mir. Und dann können wir das nämlich auch noch hier machen. Dann kriegt er nämlich hier noch eine Lampe. Die kriegen auch noch ein paar Lampen. Da schadet auch keine Lampe. Hier warte ich damit noch ab. Training Spots. Das ist auch nicht verkehrt. Ich mache die einfach mal hier rein. Work Mill, eine Mühle, die werden wir bald auf jeden Fall brauchen. Dann machen wir die schon mal da rein. So. Aber ich habe immer noch keine Stühle. Oder gibt's die nicht? Setzen die sich so dahin? Auf den Boden? Könnte auch sein. Ich weiß es leider gerade nicht mehr. Aber wir lassen sie einfach mal alles bauen. Und apropos bauen. Flooring. So. Das sieht, glaube ich, ganz schön aus. Dann machen wir da einen Boden rein. Hier machen wir einen Boden rein. Der braucht auch einen Boden. Da. Da. Und da. So. Das ist jetzt erstmal jede Menge zu tun. Also wirklich jede Menge zu tun. Bis sie das alles aufgebaut haben. Ich hoffe auch, das reicht. Da geht's ins Bettchen. Haben schon Tag 21, der ist immer noch hier. Ich meine, der ist sonst immer früher abgehauen. Vielleicht, weil ich noch einfach viel zu schwach bin. Dass er sich deswegen sagt, ich bleib noch ein Weilchen. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er und holt dich. Danke. Und flupp, weg ist er. So. Und gerade dann ist auch jemand verletzt. Was hat er sich getan? Nix. Einfach nur auf den Finger gehauen oder so. So. Böden haben wir überall. Jetzt wird geräumt, gewischt. Wir brauchen noch viel mehr Timber. Da würde ich mal sagen, nicht meinen, droppen. Das da mal weg. So,
können wir die hier alle removen. Es gibt noch mal mehr Holz. Wird auch schon jede Menge gemacht. Ja, schön, die Lampen da. Da waren sie alle am Üben gerade. Okay, wir werden angegriffen. Wo bin ich? Da unten. Da unten werden wir angegriffen. Das müssen wir gleich auf jeden Fall regeln. Wir haben alle ausgerüstet. Das heißt, wir warten noch, bis der kommt. In der Zeit können die hier noch ein bisschen Ordnung machen. Oder bis der es hier hingeschafft hat. Ist der alleine oder sind das zwei ineinander? Er ist alleine. Da kommt er schon. Okay, das heißt, du bist ein guter Kämpfer. Du bist auch ein sehr guter Kämpfer. Bei dir weiß ich es gerade nicht. Aber im Idealfall gehen alle mal kurz da drauf. Und da haben wir ihn geschafft. Sehr gut. Der ist ein bisschen verletzt. Aber ganz wenig. Wir durchsuchen den mal. Gucken, ob der was Interessantes dabei hat. Sobald mal jemand Zeit hat. Hallo? Sehr gut. Und dann schnappen wir uns den und tragen den mal darunter. Was haben wir hier bekommen? Ein Shirt, ein paar Hosen. So, lass uns wieder ein bisschen schneller laufen. Wir sind auf jeden Fall noch fleißig hier am Arbeiten. So, jetzt wird er endlich weggetragen. So, guten Appetit. So, okay. Stirbt er gerade? Ach nee, das ist der. Okay. Ich dachte, das wäre unserer. Nein. Der da fast ja. So. Dann wollte ich aber noch was bauen. Und zwar brauchen wir noch einen Raum.
Ich würde ihn gern von der Größe her ähnlich machen. Vielleicht so. So. Dann so und so. Das ist ziemlich klein. Aber okay. Tür rein. Leisure. Dann machen wir da ein Birdcage rein. Zweimal Tic-Tac-Toe. Einen Boden. Und zwei Laternen. So. Dann haben wir nämlich auch einen Raum, wo die ein bisschen Spaß haben können. Der Tiger ist noch voll satt. Fangen auf jeden Fall schon schön an zu bauen. Apropos bauen, ich gucke noch mal kurz hier, dass wir vielleicht noch ein Feld machen. Und da machen wir ein paar Herbs rein. Holt das schön. Und noch ein Feld. Und da mache ich. So viel Gedöns. Cotton. Ja. So. Und damit war es das dann auch schon für diese Folge. Unsere Siedlung ist auf jeden Fall schon ganz schön am Wachsen. Wir müssen mal gucken, dass wir den Hooping soweit kriegen. 77 Tage sind schnell rum, wenn man bedenkt, dass wir jetzt schon 22 rum haben insgesamt. Und dann gucken wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge weiter, wie sich das hier entwickelt. Madet jod, schwenkt hod, grüß euch jod, ich bin fort.